So, hoffe auch, ich bin irgendwie laut genug oder so, ich weiß ja nicht. Ne? So, hier können wir uns schöne Waffe betrachten. Ich brauche einen, wie ich finde, einigermaßen guten Skin. Wegen den Farben. Aber ich habe es schon mal angesprochen. Weil es gibt auch teilweise Anfänger-Skins, die sind so auffällig, da kannst du dich nirgends verstecken. Da wirst du danach doch von 10 Kilometer entfernt, und wenn es nichts anders gesehen. So, warte mal kurz. Okay, so ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Wir wissen jetzt nicht immer nicht, wo wir sind, leider. Leider wissen wir nicht, wo wir sind. Oh nein. Aber wir gehen einfach mal über den Berg drüber. Kann nicht schaden. Außer da oben ist ein Spieler. Aber sonst kann es nicht schaden. So, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich achte doch hier nebenbei ein bisschen auf den Chat, ne? Bisschen gucken, vielleicht geben die paar Informationen preis, wo die sind. Das kann man ja nie wissen. Man müsste eben immer alle versuchen, alle Infos zu verwenden, die man bekommt. Aber das ist teilweise gar nicht so leicht ist. Ah, naja. Meistens kommt ja, ey, ich bin hier. Ja, also wenn was kommt, dann kommt das meistens. Jo. Also, ich weiß auch gerade echt nicht, wo wir sind. Ich weiß, dass wir an einem Berg sind. Noch ein Berg. Könnte das nicht? Nee, keine Ahnung. Ne, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Und jo, ich weiß auch, damit die jo, Auflösung immer noch zu schlecht ist. Das spreche ich in letzter Zeit auch übelst oft an. Ja, und nicht, dass irgendwann die Beschwerden reinkommen. Ey, die Auflösung ist voll schlecht. Ich habe das schwarze Ränder. Das liegt der Bildschirm. Ich kann nichts dran ändern, okay? Und bis ich mir einen neuen Bildschirm leisten kann, das wird wohl noch ein bisschen dauern, aber wenn, dann leiste ich mir einen gescheiten. Also, ja, muss ja noch damit auskommen. Mein Fernseher ist sowieso kaputt, sonst würde ich da vielleicht mal meinen PC dran anschließen. Dann hätte ich auch 1000, also würde ich auch in 1900p spielen. Und, ja. Obwohl ich sagen muss, ich habe sogar mit der Auflösung eine ziemlich ja, schlechte Framerate. Ich habe jetzt gerade mal 25 Frames. Ja, okay, jetzt 35. Jetzt wieder zu 20. Also das geht ziemlich hin und her. Auf jeden Fall nicht so gut, aber. Ja. Ich meine, es läuft flüssig, das ist gut. So, flüssig läuft es gut. So. Mal gucken. Oh. Schaut nicht so, als wäre irgendwie viel los. Wenn wir wahrscheinlich wieder meiner alten Taktik folgen und an der Küste entlang gehen, was ich das eigentlich immer mache, weil da ziemlich wenige Spieler sind und ziemlich oft Zeug zum Looten dasteht. Mal gucken, okay. Du, jetzt laufen wir, la la la. Mal gucken, ich weiß auch gar nicht, ob ich vielleicht die M1911 gegen eine Axt eintauschen, wenn ich eine finde, aber ich meine, oder? Wäre es eine gute Idee? Ich weiß nicht. Ah, ich kann die auch im unteren Inventar mitnehmen und dann einfach benutzen, sobald ich sie brauche. Ach nee, das wäre ja gar nicht ein Sekundärslot, sondern ein Primärslot. Also die Enfield würde ich dafür sicher nicht hergeben. Würde ich einfach nur kurz ablegen und dann benutzen. Falls ich doch mal von einer Herde Zombies gejagt werden sollte. So, wir trinken am Ende noch. Okay, das sollte erstmal reichen. Können ja auch mal rennen, also sprinten oder mal die Außenansicht benutzen, für die, die die Außenansicht mehr mögen. Aber benutze ich ja, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, ziemlich wenig. Aber naja. Da kann man jetzt auch nichts mehr dran ändern, vermute ich. Ich finde es einfach angenehmer, so zu spielen. Ich weiß, es gibt ja auch Leute, die haben dann das irgendwie so eingestellt. Da wundert sie sich, oh, das ist voll scheiße, die Innenansicht. Da wackelt der Kopf voll rum. Ja, dann, ja. Ne?
So. Ich meine, so ein kleines bisschen wackeln geht in Ordnung. Ich meine, wenn es ganz, wenn es so ist. Ich meine, kleines bisschen geht in Ordnung. Es sollte nicht übertrieben sein. So. Wir halten jetzt auch mal Ausschau nach dem nächsten Start. Okay, wir laufen schon. Das sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo in der Nähe was. Oder eben in unmittelbarer Nähe. Ist das da vorne Wasser oder letzte einfach nur nicht? Ich glaube, das ist Wasser. Wäre ganz schön, dann wären wir schon an der Kiste, können da entlang laufen. Warte mal kurz. Habe ich eigentlich gerade Kiste gesagt? Mir ist es so vorgekommen, als hätte ich gesagt, dann wären wir bald an der Kiste. Ich meine natürlich an der Küste, falls ich Kiste gesagt habe. Wenn ich Küste gesagt habe, dann ja, meine ich trotzdem Küste, weil. Ja, genau das. Okay, ich bin verwirrt. Scheiße. Nur dann, ja, laufen wir weiter, ne? Ich weiß auch nicht, was ich dazu jetzt sagen soll und ja. Ich würde mal sagen, ich mache mal einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. So, bin ich wieder bis jetzt fast an der Küste und ich habe auch mal geguckt, wo wir sind. Und ganz ehrlich, ich habe einfach nichts gefunden. Also, ich suche gerade die ganze Map noch ab. Aber. Ich finde. Oder waren wir hier? Nee. Wir hatten keinen Hafen. Wir waren eigentlich nicht so nah da dran. Zu klein. Ich kann es jetzt leider nicht sehen. Hätte ich ein bisschen bessere Kenntnisse in Videobearbeitung, könnte ich das ja einblenden, aber habe ich leider nicht. Ist er vielleicht auf der zweiten Insel? Könnte das sein? Da sind wir. Ich habe es gefunden. Ja, wir sind auf der zweiten Insel. Wie geil ist das denn? Wir sind nämlich in, ist es das? Ja, das ist es. Ja. Wir sind nämlich in Etnavosk gespawnt, glaube ich. Beziehungsweise, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, nicht 100% sicher, ich bin mir aber ziemlich sicher, weil ich noch so ungefähr das Bild von der Stadt drin habe, wo wir gespawnt sind, wo man spawnt. Und ich würde gerne nach Gorka, weil da in der Nähe ist ein kleiner See. Jo, und da würde ich möglicherweise mich jo, also das ist unser Ziel erstmal, dahin zu kommen. Ich auf jeden Fall schon sicher, dass wir auf der zweiten Insel sind. Okay, eine Insel. Passt dazu. Dann muss das die andere Insel sein. Ist das so nah? Nee, glaube ich nicht. Ja, so eine kleine Insel. Lass mich mal kurz gucken. Ist jetzt irgendwas, wo eine kleine Insel ist. Nee. Ist er da doch nicht gespawnt? Wir laufen mal nach links. Ich glaube, wir sind doch nicht gespawnt. Scheiße. Ich dachte, ich habe es gefunden. Aber naja. So, wir werden immer nicht ganz so offen laufen, weil ich glaube, wenn ich hier jetzt so laufen würde, da könnte mich jeder x-beliebige Falle von da vorne sehen. So, ich vermute auch nicht, dass wir hier irgendwie auf Leute treffen. Ich meine, es sind ja kaum Leute auf dem Server. Und jo. Nun, dann laufe ich jetzt mal bis hier die Küste entlang. Ich sehe uns gleich wieder. So, bin ich wieder und ich habe es mal kurz nachgeguckt. Und zwar, wenn ich jetzt recht habe, dann, oder wenn ich halt richtig mich orientiert habe, dann sind wir jetzt gleich bei der Brücke. So. Nimm es gleich mal auf und das ist die andere Insel. Da. Mal so machen. Oh, scheiße, sieht man nicht. So. Mal gucken, ob da gleich so eine Brücke aufploppt. Warte mal kurz. Ich bin leider ziemlich verschnupft, wisst ihr? Deswegen muss ich öfter mal. Ah, nein, mein Mikro ausschalten. Jo. Okay. Dann sollten wir auch gleich da sein. Wir sind voraussichtlich hier. Okay, das könnte vielleicht auch gleich ein bisschen dauern. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, da sind wir wieder. Ich habe gerade eine Entdeckung gemacht. Guck mal.
im Dorf gefunden. Wenn das da ist, wir gleich hinschleichen. Und gucken, ob irgendwas offen ist. Oder ein Zelt rumsteht. Damit wir da ein bisschen was klauen können. Jo. Ist aber ein bisschen leichter, damit ich gucken kann, ob ich vielleicht jemanden von da höre. Aber es sieht nicht so aus, als wäre da jemand. Es ist ja auch nur ein kleines Dorf. Mal so. Jo. Wer das überhaupt Dorf nennen kann. Bei den wenigen Spielern, die gerade da auf dem Server sind, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass da gerade jemand ist. Sieht auch nicht so aus, als wäre da ein Zelt. Man kann da in Betonsachen reinlegen, vielleicht ist was drin. Da. Nein. Okay, die Türen sind zu. Hab mich auch gewundert, wenn die offen wären. War hier was drin? Nee. Schnell wieder weg. Stecken wir uns hier mal kurz zu gucken, ob da jemand mit dem Clantic vorne dran gerade auf dem Server ist. So. Players? Ne. So sieht aus, als wäre es sicher, aber meist können ja auch andere Spieler da sein. So, das erste Dorf, was ich jetzt in der Aufnahme gefunden habe. Oh, muss. Keine Ahnung. Okay, und weiter geht's. Dann kann ich jetzt wieder auf normal reden. Muss nicht immer so flüstern. So, ich weiß auch gar nicht, ob ich mich doch geirrt habe, wo wir sind. Aber es, ganz ehrlich, es sah echt so aus, als wären wir da. Ich bin mir inzwischen echt nicht mehr sicher, ob wir wirklich da waren, weil die Brücke nicht kommt. Ich weiß, es ist ja schon ein kleines Stückchen, aber so weit ist das jetzt auch nicht. Okay. Wir laufen einfach mal weiter. Okay. Hier ist so eine kleine Biegung nach innen und es klettert wieder draußen. Doch, wir könnten schon. Wir könnten schon da sein, wo ich bin. Wo ich bin. Wo ich denke. Das Problem ist, wir haben ein paar Inseln gesehen. Das ist übrigens auch nur eine Insel und ich kann. Ist da ein Haus drauf? Scheiße, ich hab kein Fernglas. Ich glaube schon. Also wenn dann was sehe ich Dummes so um zu bauen. Ich glaube, das ist ein Haus. Ich weiß nicht, aber ich glaube. Okay, ich glaube, ist doch richtig, weil so wie ich das gerade entziffern kann, sollten wir gleich bei der Brücke sein. Wo laufen wir denn eigentlich weiter? Gott, die Großstadt möchte ich nicht gern. Okay. Gott. Okay, es wird noch ein langer Weg. Das kann ich euch schon mal sagen. Bailoff. Was ist das für eine Stadt? Bailoff. Spricht man bestimmt nicht so aus. Ich würde es gerne wissen, wo es ist, nicht, dass es gleich in unserer Nähe ist.
Ach nee, da hinten ist das. Oh, das ist doch. Na okay, doch. Nee. Nee, wir sind doch noch ewig weit von entfernt. Okay, ist gut. Ist gut. Hat sich geklärt. Ich glaube, das war das erste Haus, das den Wald ausnutzt, das ich gesehen habe. Denn dann waren irgendwie immer hier gleich am Wasser gebaut. Ich meine, das ist echt nicht so gut. Ich meine, wenn er hinten auf der Insel steht, dann kann er das gleich sehen, wie ich jetzt da reinschuppen konnte. Okay. Konnte ich echt da sein? Ich glaube, ich konnte echt da sein. Dann sollte hier nach dieser Abbiegung die Brücke kommen. Muss ja hier irgendwo sein. Den vorlauten Bagger halten. Wie geil ist der Spruch denn? Ja, da ist die Brücke. Hammergeil. Immer diese Tabiana Guards. Okay, wir könnten jetzt einfach geradeaus drüber laufen und in die Hauptstadt rennen, aber ich glaube, das wäre eine richtig dumme Idee. Also werden wir. Okay, ich weiß, wo wir hinlaufen werden. Wir werden jetzt ein bisschen hochlaufen auf den Berg. Okay. Dann werden wir uns jetzt ein bisschen höher auf den Berg begeben und dann an der Straße entlang laufen, durch ein kleines Dorf gehen, wieder an den Berg entlang, im Wald entlang, noch ein kleines Dorf, wieder am Berg entlang, nah am Airport und so. Und dann gehen wir sich, dann müssen wir doch Molotowsk durch. Jo. Gut. Jo. Hört sich nach einer plausiblen Route an. Kann das hier irgendwie einzeichnen? Nee, leider nicht. Oder? Ich kann. Ah, okay, das ist mit dem neuen Update zugekommen. Ich kann mir jetzt Punkte setzen. Okay, mach mal den Zielpunkt rot. Schreib. Ziel. Save. Richtige Ziel. Okay. Dann. Mal gehe ich mal kurz unter Ziel. Gut. Man weiß jetzt wenigstens, wo ich hin muss. Oh, hier ist schon die Brücke. Okay, wir werden. Ja. Es bringt jetzt nichts, wenn ich so auf dem Bitte Zeug. Wir werden die wahrscheinlich umrunden hinten. So, mal gucken. Vielleicht können wir da unseren ersten Kill machen. Glaube ich aber nicht, aber ich darf doch auch Hoffnungen haben. Muss wieder gehen, scheiße. Liegt vielleicht dran, dass ich ja vorhin vor einer Stunde erst aufgestanden bin, oder? Nee, vor zwei. Ja, vor zwei Stunden. Ja, ich habe lang geschlafen. Okay. Vom Distance 3, ey, mit der DMR, wie geil ist das denn? Nur auf der Brücke steht niemand mit einer Sniper und sieht mich. Wie ich dachte, da fliegt gerade ein Flugzeug durch, ey. Wie episch wäre das denn gewesen, wäre der eiskalte Flugzeug durchgeflogen. Okay.
Okay. Wir scheinen jetzt sicher durchgekommen zu sein. Muss ja nicht die Straße überqueren da vorne. Nee, müssen wir nicht. Ich glaube, das Gefährlichste wird später durch. Weiß gerade nicht, wie die Stadt heißt. Wir müssen auf jeden Fall durch eine Stadt durch. Das ist unumgänglich und ich glaube, das wird echt am gefährlichsten. Und die beiden anderen Städte bzw. Dörfer, wo ich durch könnte, die sind eigentlich nur optimal, also. Ah. Wenn es mir zu gefährlich ist, da gehe ich dann lieber nicht rein. Aber ich hätte gern Fernglas. Hätte ich jetzt auch ein Fernglas, dann wäre es so ziemlich perfekt. Also meine Ausrüstung. Also jetzt nicht perfekt, aber. Ja, wie soll ich das sagen? Annehmbar. So, Hunger bekommen wir auch bald, aber wir haben auch noch genug Essen. Halt ein bisschen, ne? Ich würde halt nur wieder gerne ein bisschen Nahrungsmittel holen in den Städten. Weil ich wieder Angst habe, dass es dann später am Essen scheitert. Ich dachte deswegen einfach durchrennen und dann irgendwie jemand abknallen und dann die Zombies in Massen kommen und die Story hatten wir ja schon mal. Wie meinte ich diese scheiß Vogel? Vogel. Diese Vogel. Okay. Diese Vogel. Der Vogel und die Vogel. Also im Sinne von Mehrzahl die und so. Na, deutsche Sprache, sperre Sprache. Wie ich immer denke, die Vögel sind Flugzeuge. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf komme. Ich habe keine Ahnung. Ah, so, das war schon gähnen. Boah, da gibt's bestimmt immer Stau. Ich meine, das sind auf jeder Seite drei Spuren. Und wenn es dann so eine zusammenläuft, oh Gott, oh Gott. Das muss ein Stau geben, sag ich euch. Würde ich gerne noch in die Deckung des Steins. Mann, was ist denn?